Was wir heute machen, das passt zu ganz vielen Fächern. Mathematik, geometrisches Zeichnen, bildnerische Erziehung, Werken, Geografie, Physik. Vielleicht fällt mir noch irgendwo sein. Aber lasst euch überraschen. Es ist ja ziemlich ruhig da und das Wetter ist wunderschön. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich einfach Richtung Süden. Aber wo ist da Süden? Und um das zu bewerkstelligen, baue ich mir jetzt einen Südenfinder. Bauen wir uns also einen Südfinder, also ein Ding, wo wir die Südrichtung bestimmen können. Was brauchen wir dafür alles? Als erstes ein Kaffee. Dann ein Blatt Papier. Also wenn es ein bisschen stärker ist, dann ist das auch von Vorteil. Dann braucht man einen Bleistift, einen Zirkel, wobei ich meinen jetzt da schon ein bisschen umgebaut habe, damit man nämlich dann beim Filmen den Halbkreis, den ich da zeichnen werde, besser sieht, als wir mit dem Bleistift. Und ein Lineal. Und in der nächsten Phase dann braucht man möglichst irgendwas Hartes, weil wir brauchen ein Cuttermesser, das Lineal zum Anlegen, ein Klebebandel und unsere allseits bekannte Schneidunterlage. Also, legen wir los. Als erstes nehme ich mein langes Lineal und tue, sagen wir mal da, im Abstand von 6 cm vom Rand, das können wir mit diesen Parallellinien da machen, eine lange Linie zeichnen und bei 0 mache ich mal die Markierung. Das wird der Mittelpunkt. So, dann mache ich mal als erstes, bei dem Lineal geht das gut, weil da habe ich von da außen bis daher 11 cm und noch an dazu 12. Also so ungefähr da draußen, wenn wir aufhören. Also, ich starte von der Mitte weg und mache mir da bei 5 mm eine Markierung. Dann bei 10 mm Markierung. Dann bei 30 mm Markierung. Und von da an alle 7 mm. Da war es halt gut, wenn man jetzt die Mal rein könnte, gell? Die 7er. 7, 14, 21. Die letzten 7, die vorletzten, da muss ich das Lineal ein bisschen verschieben. Zack, geht sich genau aus. Den ersten Schritt hätten wir geschafft. Jetzt schnappe ich mir den Zirkel. Wir haben also da Mitte, 5, 10 und das nächste ist 30. Das ist der erste Kreis, den wir da zeichnen. Da zeichne ich das einzige Mal einen vollen Kreis. So, der nächste Kreis kommt nur auf die Unterseite. Und alle weiteren Kreise mache ich jetzt nur mehr nach oben hin. Thank you.
Jetzt haben wir da noch ein paar Markierungen. Wenn ich mir das jetzt anschaue, die 5 mm Markierung, die mache ich mir auf der anderen Seite auch noch. Und jetzt, wir können ja locker einen rechten Winkel zeichnen. Und das Geräusch im Hintergrund, das ist der Geschirrspüler, na super. Und dann mache ich mir da mal einen rechten Winkel. Und verbinde jetzt die 5 mm Markierungen. So, ja. Und den Zentimeter, den ich da gemacht habe, den markiere ich mir da auch und mache jetzt noch einmal da einen rechten Winkel und da einen rechten Winkel. Und damit wir das für später dann gleich wissen, gell? Der Teil, den schneide ich jetzt dann aus. Aber dieses da. Und jetzt dürft es mir nicht besser sein, ich mache das mit der freien Hand. Das tue ich nur einschneiden. Mehr nicht. Der da. Die lassen wir ja stehen. Jetzt machen wir gleich noch eine Beschriftung dazu. Ich drehe mir das Ganze auf den Kopf und schreibe daher Süden. Ich kann mir natürlich da das ein bisschen ausziehen. Und dann schneiden wir das da aus. Schaut vielleicht schöner aus. Nächster Schritt. Ich nehme einen Kaffee. Und legen wir da jetzt was zum Schneiden drunter. Tja, habe ich es in die Mitte geschafft. Dann nehme ich wieder mein Cuttermesser, Vorstückel da raus. Und im ersten Schritt muss ich das da einschneiden. Das ist durch. Und die zwei Teile mache ich ein bisschen freihändig. Einmal so. Okay, jetzt kann man es da raus tun. Und dann mache ich mir das so. Passt. Wenn man jetzt ein Taschenmesser hat, dann ist das gut. Dann nehme ich mir das Teil, weil das ist nicht scharf, aber trotzdem ein bisschen spitz. Aber wenn man das nicht hat, dann geht zur Not ein Küchenmesser. Die sind zwar da unten scharf, aber meistens da vorne dann nicht ganz so scharf. Und um das geht es mir da. Ich lege also bei den zwei Teilen an und drücke das einfach einmal da runter. Jetzt ist der Karton nur eingeritzt worden und ich kann die beiden dann wunderbar rausklappen. So. Das nächste, was wir noch schneiden müssen, das ist jetzt der Teil da. Das mache ich wieder in zwei Durchgänge. Das habe ich auch ziemlich erwischt. Und dann fahren wir da mit unserem Küchenmesser da unten entlang. Hätten wir das auch geschafft. Und der letzte Teil, habe ich gesagt, da schneiden wir das da aus.
So, jetzt haben wir alles. Also was wir jetzt noch tun müssen, ist das hochklappen. Und ich tue das meistens dann nach hinten hin. So. Dann kippt man das Ganze nicht mehr. Fertig ist es. Und wie soll das jetzt funktionieren? Aber ich glaube, so richtig arbeiten damit kann ich erst morgen, weil jetzt ist Nachmittag und naja, wir brauchen einen Vormittag. Witzig. Da habe ich auch so einen komischen Strich da hinten. In dem Fall ist es ein Kabel. Na gut.